Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Erlebe auch dein grünes Wirtschaftswunder mit dem LS22 Windkraftanlagenpaket in der Version 1.0. Das Ganze kommt von der Fuscherwerkstatt M1000 Power und Katsu Modding. Gibt's nur für PC/Mac. Einmal zu finden im Baumenü unter Produktion und dann Generatoren. Und da habt ihr 5 Windräder mit drin, beziehungsweise Windkraftanlagen. Das Ganze ist nach einem realen Vorbild so gemacht, also sprich, denke mal, echte Firmen, echte Dinger, echte Größen. Und die bringen euch logischerweise passives Einkommen mit dabei. Und das Ganze passt sich auch immer der Windrichtung an. Also sprich, die sind auch interaktiv in Anführungsstrichen, sprich, sie reagieren mit eurer Umwelt. Nun, 5 Stück habt ihr an der Zahl. Costa Quanda 433.575 bis maximal 530.720. Tägliche Wartungskosten sind auch mit dabei. Die schwanken zwischen 80 bis 85 Euro. Und die Einnahmen schwanken selbstverständlich auch. Wenn wir uns das erste Windrad hier angucken, gut, man sieht das im Baumenü dann gar nicht mehr hier so vollständig, seht ihr, bringt euch bis zu 12.600 Euro im Monat. Das zweite, was dann schon, also ja, das erste ist 48 Meter, das zweite ist dann schon 65 Meter, bringt euch bis zu 13.320 Euro. Und von den anderen drei Stücken, da haben wir 40 Meter, 50 Meter, 65 Meter. Und da bringt euch das kleine 15.216 Euro im Monat, also bis zu. Dann haben wir 15.696 Euro und zu guter Letzt 16.176 Euro. Wie gesagt, immer bis zu, ne, hängt auch ein Bild drauf an, wie geht der Wind nicht, bla bla bla, wie im Realen halt auch. Aber das ist ja 22er Standard in dem Falle. So sehen die guten Stücke aus. Ich habe mal eins hier direkt und dann hier hinten und da und da und da. Ihr seht, die Dinger sind riesig, die sieht man dann dementsprechend auch über weite Strecken hinweg, beziehungsweise solange es die Renderdistanz vom LS22 das zulässt, versteht sich. Man kann natürlich nicht großartig viel machen, also man kommt nicht hier rein und bla und habt alles nicht gesehen, ne? Sondern es ist halt nur so von außen anschauen, Spaß haben, Schattenwürfe, alles mit dabei und wie gesagt, die Teile rotieren dementsprechend auch, je nachdem wie halt gerade mal der Wind steht und so weiter und so weiter. Ihr seht, die sind jetzt alle Richtung Osten hier reingemacht, weil da wo gerade auch der Wind kommt in dem Falle. Aber ansonsten, tolle Sache, Boden passt sich automatisch an mit der Textur. Prinzipiell seht ihr hier, was Texturqualität angeht, gibt es da eigentlich auch absolut nichts zu meckern. Wir gehen mal ein bisschen weiter höher, da gehen wir mal in den Flugmodus rein. Ihr seht selbst die Dickels hier oben, was von unten keiner sieht, davon abgesehen, ne? Aber auch hier hochauflösen, knackig scharf, alles schick, alles schön, kleinere Details hier mit dazu. Hier oben die kleine Plattform und dann dementsprechend hier das Rotorenblatt, wenn man das so nennt, gehe ich mal davon aus, ne? Schön, wie sie es dann dementsprechend hier rumwedelt. So, und dann gehen wir mal ein bisschen nach hier. Wie gesagt, da habe ich jetzt auch noch ein paar mit hingestellt. Na, dann, wie gesagt, hier mal eine Nummer kleiner, aber auch hier diegeltechnisch gesehen, wie ihr seht, na, alles tippitoppi, alles wirklich extrem hochauflösend, passt soweit. Und hat in dem Falle, wenn ich hier einmal loslasse, wie ihr seht, hui, na, kollisionstechnisch gesehen, eher weniger, aber ist auch nicht so melodramatisch. Also ihr seht, hier ist schon Kollision mit dabei, aber dann hier nicht mehr, ne? Also es gibt manche Stellen, da ist es, manche nicht. Aber bringt euch eh nicht in dem Falle, weil ihr kommt ja hier oben eh nicht drauf, davon mal abgesehen. Deswegen ist das auch relativ egal. Aber hier vorne so ein bisschen an der Spitze, also hier, da geht's in dem Sinne. Nun, da haben wir das Ganze noch hier, ne? Einmal groß, groß in dem Falle. Auch eine schöne Sache. Dann einmal hier drüben. Und dann dementsprechend einmal das noch hier hinten. Ist also, wie gesagt, für passives Einkommen logischerweise da, wie die generellen Windräder / Generatoren, die es im 22er ja soweit gibt. Aber wer da ein bisschen Bock drauf hat, gerade der so auf Küstenkarten spielt oder oben im Norden halt generell Ostsee, Nordsee, whatever oder irgendwelche Seendinger und er hätte gerne mehr Windräder, der ist auf jeden Fall mit diesem Pack hier gut bedient, davon mal abgesehen. Texturen sind Tobi, Funktion läuft soweit und lila Lok, wie wir uns das Ganze hier auch sehen, ist soweit auch alles sauber. Und das Ganze kommt für knackige 8,9 MB, also 9 MB hochgerechnet, ne? Also auch ein absolutes, wie sagt man so schön, naja, schmal Tier, ne? Wunderbare Sache. Download-Link inklusive Bewertung, ja, ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es denn euch gefallen hat. Und bis dann, Adarene. Tschüssikowski. Tschüttelü.